So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zur nächsten Folge Heroes Hour. Ja, ist richtig. Wir sind ja noch im 2 gegen 2, also nächster Versuch quasi. Und wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht mehr, was ich machen wollte. Mittel. Ruin. Mir wurde der Tipp gegeben. Oh, ich muss leider lügen, wer es war. Tut mir wirklich leid. Dass ich unbedingt zuerst die Minen besetzen soll. Was wir mal machen werden. So. Mittel. Schwer. Schwer. Kann ich eigentlich noch ein paar Soldaten kaufen? Nein, kann ich nicht. Sagt der Geldbeutel. 7000. 7000! Oh, guck mal, 2,5. Na, dann machen wir das so als erstes. Ne, das bin ich nicht. Hallo? So. Rudeljäger oder 1000 Gold? Wir nehmen mal die Rudeljäger. Kann ich die eigentlich einsammeln? Ja. Und einfach die Goldmine würde ich auch gerne nehmen. So, wir machen gleich mal hier doppeltes Tempo. Habe ich eigentlich Zauber? Nee, ne? Nein, ich habe keinen Zauber. Jo, das war's. Hallo? Hallo? Verstärkung schicken? Ah ja, okay. Also ein Rudeljäger, aber ganz, ganz viele Kryomaschinen. Die es dahin gerafft hat. Aber es reicht für die Goldmine. So. Erhöht die Gesundheit von Einheiten um 5% pro Rang. Lässt sie der Einheit mit wahrscheinlich Rang Schaden in den ersten Rang haben. Das ist sehr gut. Angriffstempo, ne? Um 5%. Sterben haben ja plus 10% plus den Rang, einen rachsüchtigen Geist zu hinterlassen. Ich mach das mit der Gesundheit, weil Gesundheit, die betrifft alle. Und nicht nur die Nahkämpfer. Von daher machen wir das mal. So, dann gehen wir doch wieder nach hier unten. Und beenden den Zug. Brr, 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 brr. Okay, also. Weißer Baum. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah, okay. Es ist da. Genau da muss ich graben. Machen wir das mal als erstes. So, wir upgraden kurz unsere Hütte. Oh, wir haben ja sogar noch 12 Kryomaschinen. Ach, durch die Krankenstube. Sehr gut, sehr gut. Ich würde mir tatsächlich eine Taverne mal zulegen und mir einen zweiten Helden anheuern. Geld haben wir dafür. So. Das ist unser Hauptheld. Man kann ihn hier einfach alles rüberschicken. So. Dann wirst du einfach jetzt hier unten graben. Dann kann ich mit unserem Haupthelden weiterziehen. Und vielleicht noch ein bisschen was freiräumen. Ich denke, das macht Sinn. So, was macht denn als nächstes Sinn? Ballast der Fraktion Irden. Gewinner 200 Gold in der Stadt in der Nähe verbunden. Die Menge an Kreaturen, die produziert werden. Das interessiert mich. Aber wir machen erstmal ganz kurz die Graberei. Du hast endlich den Schatz gefunden. Okay, Rest kann ich nicht einsammeln. Aber noch ein paar Artefakte. Die werde ich doch mal ganz entspannt. Ich mache eine Runde Pause. Kann ich noch was rekrutieren? Nein. Dann werde ich trotzdem den Tag. Guck mal, die könnte ich noch erstellen. Ausgräber. Haben wir genug? Odins Sohn. Für 1155 eine Einheit. Aber die werden schon krass sein. Wir können uns ja mal zwei besorgen. Alter, okay. Still Middle, okay. Dann warten wir auf den nächsten Tag. Packen unsere Armee voll und dann werden wir hier ein bisschen auf. Nein. Achso, okay.
Pirat, ist mir egal. So, Max, Max, Max. Ja, mehr geht nicht. Was ist das? Die Alchemie. Das Alchemielabor. Ich würde trotzdem gern das haben, weil das einfach nochmal Geld bringt. Und ich glaube, Geld ist hier immer noch das Wichtigste erstmal. Aus meiner bescheidenen kleinen Perspektive. So, da lebt nicht mehr viel. Wir verlieren. Oh ja, doch ein bisschen was. Verleiht dem Helden nach dem Kampf plus 4 Bewegung pro Rang. Nur so nach unten angepasst. Außerdem Abenteuerkarte pro Rang 2 Felder weiter zu sehen. Irgendwie sind alle um 5. Besonders bei einfachen Kreaturen. Sehen auf der Stärke. Nee, Legion. Beansprucht. So, erhöht um 20 von den verletzten Helden, die in dem Gebiet angriffen, plus 5 Abwehr. Okay. Auch absolut akzeptabel. 250 Gold. Dann gehen wir gleich auf den hier hinten. Tütüt. Stiefel des Reisenden. Ah, jetzt bin ich geguckt. Ja, trotzdem mal Stiefel des Reisenden. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo schon Stiefel hatten. Ich werde trotzdem jetzt mal alles zu unserem Haupthelden geben. Achso, und wir werden natürlich noch upgraden. Marketplace. Erhöht stark die wöchentliche Anzeige der ausgenommenen Behausung. Erhöht stark den Kurs beim Handeln. Verleiht einen zukünftigen plus Zauberkraft. Und Einheitenwahl. Hauer. Bärenwache. Kryomaschinen. Nehmen wir die. Habe ich die jetzt bekommen? Ach, hier sind noch ein paar Tote. Okay. So, kommt der Pirat an Land? Das wäre ungünstig übrigens. Ne, der haut ab. Okay. Einfach. Ja, komm, dann machen wir den erstmal fertig. Angriffshaltung. Verteidigungshaltung. Okay. Okay, einen Wolf habe ich verloren. Spieler hat gewonnen. Sehr schön. Ah, okay, 12 Hauer noch verloren. Aber der nächste Step. Kann ich hier auf 2 gehen? Nein, schade. Erzeugt von einer in der Armee eine Chance bei Betrieb bei Schwangerheiten. Erhöht Angriffstempo von Nahkampfeinheiten. Sterben. Achso, das mit dem Ding hier. Verdorbenes Blut. Oh ja. Oh ja, das würde ich gerne haben. In Elite-Kreaturen umwandeln. So, was brauchen wir denn? Schwefel bräuchten wir mal. Und einen Bogen. Nice, nice. So, holen wir uns mal ganz kurz hier die Kreaturen. Liefern die mal ab. So, tägliche Bewegung, Zauberkraft. Zack. Fertigkeit, Oligarchie. Keine Ahnung, was das bringt. Und Zauberkraft und Wissen. Naja, für Zauberkraft. Eher nicht zu gebrauchen. Mittel, Mittel. Eigentlich müsste ich ihn mal machen. Damit ich hier über das Wasser ein bisschen fahren kann. Da oben ist noch was Einfaches, die Schwefelmine. Mittel, bereits besucht. Mittel, ich mach das hier erstmal. Bringt uns dann wieder mehr Gold. Wir werden zwar auch wieder einige Einheiten verlieren, aber dafür kriegen wir wieder mehr Gold am Ende. Brynjord von Ockerirden gewinnt. Oh,
hier verdorbenen Ermöhne kann man einige seiner einfachen Kreaturen in Liedergrenzen verwandeln. Die Anzahl basiert auf der Menge der getöteten Einheiten. Oh ja. Grrrt. So, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ihr seid beide durch. Wir upgraden noch. Oh, gib mal hier. Wunderschön. Reich der Fraktion Irden. So, ich frage mich, wann der Gegner das erste Mal zu sehen ist. Okay, stupides Einsammeln ist okay. Dann holen wir uns als nächstes, das ist auch noch einfach. Holen wir uns als nächstes ihn hier. Dann ziehen wir nach oben zur Schwefelmine, dann haben wir eigentlich alles. Dann ist hoffentlich die Woche auch irgendwann rum und dann gehen wir auf das hier. So, der zweite Amigo. Okay, auch noch ein paar Kreaturen drin. Ah, ich kann mit denen halt nichts anfangen, ne? Recken. Verbesserte Gießerei. Was kostet denn das? Ach, nichts, weil ich es schon habe. Bollwerk kann ich mir nicht leisten. Verbesserte Taverne. Achso, nö. Runenaltar. Machen wir das mal als nächstes. Und gehen Felsirdner. Fernkampfverwirrung. Heiler. Ja. Bitte auf den Heiler. Ah, guck mal da. Mangels an Eisenerz. Schade. Schaffst du mit dem irgendwas? Nee. Kannst du aber noch ein bisschen was abgeben. Wir können auch mit ihm mal ganz kurz ein bisschen kämpfen. Dann können wir unseren Haupthelden mal ein bisschen zurück... Obwohl, nee. Können wir nicht. Der Hauptheld muss auf jeden Fall weiter leveln. Und kämpfen, damit die einfachen Kreaturen zu Elite-Kreaturen werden. Deswegen mache ich das ja eigentlich nur. Ah, sind das hier fliegende Teppiche? So, 3, 2, 1, das war's. So, wir verlieren alle Bergmänner, eine Kryomaschine und die letzten Rudelwölfe. Oh, Kreaturen umformen. Von Minenwache in Karibu-Elite. Oh ja! Super gut. Kann ich das nochmal upgraden? Scheiße, das geht nicht. Erhöht die Moral. Kreaturen in Chancen. Hohe Moral. In den Zwischen bewegen sich 10 Sekunden lang doppelt so schnell und greifen doppelt so schnell an. Deshalb im Stern haben sie eine Chance, pro Rang einen Zerstörungszauber zu wirken. Leibwache für den Helden. Ja, mach mal das. So, das kann er ja einsammeln und besetzen. Das muss ich aber nicht mit unserem Haupthelden machen. Schade. Das könnte ich noch einnehmen. Machen wir erstmal das. Machen wir heute sogar zwei. Brünjord. Ja, gut, wir verlieren ein bisschen was, aber nicht viel. Diese Karibu-Kreatur ist geil. Schade, ich kann nichts umwandeln. So, du besetzt bitte einfach nur. Schaffst du das auch noch? Nein. Gut, oh, das geht aber heute sehr gut voran, muss ich sagen. Also, mal gucken, wie es aussieht, wenn wir auf den ersten Gegner treffen. Ja, hier fehlt überall Eisenerz, Eisenerz. Hospital. Ja. Wichtig, wichtig, rettet uns einiges an Einheiten. So, obwohl, warte mal, wir machen erstmal den Kampf. Ja. Bisschen was stirbt. Oh, ich kann wieder umformen. Sehr gut. Bis zu 4 Bewegung pro Rang. Das finde ich auch nicht schlecht. Mittel. Geh mal kurz nach Hause. Genau, hol dir mal die ganzen übrig gebliebenen Kreaturen plus ihn hier.
Jetzt müsste es eigentlich auch einfacher sein. Schade, geht nicht. Ah, mir fehlt überall was. Marktplatz kann ich ausbauen. Oder generell erstmal bauen. Aus ist das falsche Wort. So, das haben wir sogar schon eingenommen. Ah, okay, hat gerade so gepasst. Gut, was ist denn eigentlich der Shortcut für Zug beenden? Ich will immer Leertaste drücken, aber das geht nicht. So, du hast nur diese Stiefel. Bereits besucht, Moral. Schluss Moral und Bewegung. Kann ich hier noch irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Das muss ich noch einnehmen. Bereits besucht. Das muss ich noch einnehmen. Und Anwesen, ne? Keine anderen Ressourcen. Nosferatus kann ich mir da holen. Okay. Ja, dann entspannst du dich erstmal. Stadtstufe 4 von 6. Müssen eh erstmal Ressourcen wieder sammeln. Und einfach. Ich tache, Mann. Wir nehmen erstmal das hier ein. Und warten vielleicht noch auf die nächste Runde. Und wir werden hoffentlich nochmal ein, zwei Leute aufleveln für... oder und die zu diesen Karibo-Eliten machen. Ja, sehr gut. Nochmal zwei. Sehr geil. Gold oder Quecksilber? Auf jeden Fall Gold. Kann Heldkosten alle Straßen auf der Karte entdecken. Annehmen. Okay, krass. Das hat einfach gar nichts gebracht. Super. Mittel. Ja, komm. Dann jetzt hier den Hafen. Ich glaube, diese Karibu-Krieger sind wirklich OP hier. Okay, eine einzige Einheit habe ich verloren? Nee, drei von denen noch. Oh, und wieder kann ich einen umformen. Oh, ist das geil. Wieso kann ich denn eigentlich das nicht verbessern? Widerspenstigkeit oder Offensive? Ach, ich muss erst das erhöhen. Gut, dann machen wir erst das und dann gehen wir auf das hier. Dann wird da auch nochmal die Wahrscheinlichkeit erhöht. Ja, komm. Wir holen uns mal eins. So, zum Ergebnis wechseln. Hervorragend. Auf See verschollen. Plus zwei irgendwas. Nofrit. Ich vergesse, wie die heißen. Treibgut. Verlorene Seelen. Okay. Okay. So, zack, zack, zack. Mehr geht nicht. Ich kann ein bisschen handeln eigentlich. Ich könnte ja Quecksilber verkaufen. Wobei Geld jetzt gerade nicht das Problem ist. Ich hätte gern andere Ressourcen. Ah, da finde ich irgendwie die Wechselkurse nicht ganz so krass. Magiergilde. Schalten vier Zauber frei. Wir können ja mal gucken, ob die überhaupt Magie verwenden können. Doch, geht. Okay. War mir jetzt unsicher. Möglich. So, dann sammeln wir erstmal weiter ein. Okay, da würde ich auf eine andere Ebene kommen. So sieht das also auf Wasser aus, okay? Alter! Alter Schwede! Alter, da verliere ich aber richtig viel! Ja, zwei kann ich wieder umwandeln. Und jetzt hier, zack. Ja, super. Bestienschutz. Ich weiß gar nicht, für was das jetzt war. Fertigkeit Bogenschießen. Kann ich das nicht hier hin? Ach, das müsste da hin, okay.
Ja, brauche ich nicht. Mit dir kann ich auch nichts anstellen gerade. Ja, hier sind noch ein paar Tote. Verbesserter Runenaltar, das können wir auch nochmal machen. So, die holen wir uns auch nochmal dazu. Ach, guck mal, da ist doch der Grüne. Lange drauf gewartet, da ist er. What? Was war denn jetzt los? Gegen wen kämpfe ich denn? Sidilla von Seesturm, Seestürmer? Wer oder was ist sie denn? So, müssen wir mal bald fertig sein, oder? Alter, wer war sie denn gerade, bitte? 10.000. Wow, und 6 in Karibu-Eliten umform. Kreaturentempo. Fellumhang. Nein, nein, stopp. Kann ich hier oben an Land gehen? Ich würde ungern, anspruchsvoll. Ich würde ihm erstmal gern aus dem Weg gehen. Warte mal, du holst hier auf jeden Fall. Kann ich ihn hier in die Verteidigung eigentlich stecken? Boah, ich hoffe, der greift mich jetzt nicht an. Nein, da kommt der nächste Grüne. Ah, und der haut wieder ab. Sehr gut. Oha, haben wir mal gekämpft. So, neue Woche übrigens, ja. Das bedeutet, wir holen uns alles, was geht. Was ist denn der Typ? Einfach. Oh Gott, der hat da gar nichts. Alter. Wo ist denn der Typ? Einfach. Ah, scheiße, komme ich nicht hin. Ich bleib mal so ein bisschen in der Nähe von meiner Heimat. Aber mit der Armee, die ich jetzt habe, ich glaube, da bin ich super gut aufgestellt. Alter, scheiße, Eisenerz. Ich habe null Eisenerz. Söldnerhalle, können wir uns auch mal besorgen. Okay. Heben wir uns auf. Dreckschwein, Alter. So, wir holen uns den Haupthelden. Also ich denke mal, dass das der Hauptheld ist. Hier, geht los. So, Kampf starten. Was ist denn das hier? Hallo? Weil da hinten der Held ist. Eigentlich müsste ich auf den erstmal raufgehen. Weil ich verliere einfach überhaupt gar nichts. Beziehungsweise fast gar nichts. Sehr, sehr geil. Sehr schön. Und nochmal 7 umwandeln. Oh, ist das herrlich. Basierend unter Stärke. Jeder Rang erhöht die Menge. Erzeugt Phantomduplikate. Das können wir hier auch nochmal machen. So, mein Freund. Ja, Max. Passt das? Boah, fast unmöglich. Gute Scheiße. Kann ich den Helden nicht für die Verteidigung einfach abstellen? Wieso geht denn das nicht? Was denn jetzt eigentlich? Anspruchsvoll. Okay, gut. Dann beenden wir den Zug. Oh, ich bin sogar leicht im Vorteil.
ich habe ja Zauber, Mann, ey. Ich nutze auch gar keine Zauber. Verwendet sie in Frösche, wenn der Frösche die ursprüngliche Einheit zurück. Okay. Wirkt im Verbinder einer erhöht. Genau. Ich bin wahrscheinlich minimal im Plus. Wirkt sie im Verbinder einer erhöht Bewegung. Okay, machen wir auch gleich nochmal. Wirkt sie, erhöht Glück und Trefferchance. Ich weiß gar nicht, steckt sich das? So, jetzt machen wir hier noch ein paar Frösche. Oh, ich glaube, sie ziehen sich zurück. Ja, sie ziehen sich zurück. Jawohl, sehr geil. Oha, das war ja sehr, sehr gut. So, Elektronen für die Armee und so irgendwann. Mega, wenn keine sterben, werden Angriff und Verbindungsgattung gerade erhöht. Achso, das kennen wir. Ermöglicht mir, nach dem Kampf Mana auszugeben. Wir machen das hier bitte. Oha, geht gleich nochmal weiter. Lässt in der Verbindungsgattung Gift vom Himmel fallen. Getroffen werden vergiftet und erleben bis zum Ende. Oh ja. Sehr gut. So, das war's übrigens erstmal an grünen Kreaturen. Da gibt es nicht mehr viel. Oh. Kristalle. Gold. Sehr, sehr guter Kampf. Habe ich noch Helden? Nein. Ich hole mir erstmal wieder die Sachen zurück. Warum liegt hier eigentlich Schwefel rum? Ah, und jetzt habe ich hier theoretisch auch noch ein Schwefelhäufchen. Unmöglich. Jawohl, sehr schön. Erste Welle abgewehrt. Na, da bin ich doch optimistisch. Das war morgen. Dann vielleicht hier den Kampf komplett auf unsere Seite schlagen können. Also jetzt erstmal die erste Angriffswelle abgewehrt. Hervorragend. Schreit der Bestien. Ach, Bollwerk brauche ich. Shit. Und dann gucken wir morgen, ob es weiter in unsere Richtung geht und wir vielleicht die grüne Insel mal angreifen können. Das wäre mir eine super tolle Ehre. So, Boot haben wir. Wir haben sogar irgendwo noch ein zweites. Ach nee, das zweite Boot haben wir hier zerstört auf dem Wasser. Ja, lassen wir uns überraschen. Erstmal herzlichen Dank und bis morgen, meine Lieben. Haut rein.